Er leeft man etwas, was man eigentlich nicht erleben will, aber die Schönheit von Tod, das war in Kirk in 2015, Karfreitag waren wir auf einem Camping und der Campingmann, der hat dann Gänse geschlachtet und oder wollte die ja noch schlachten und die hat sie getötet, hat er gedacht. Aber man sieht das Leiden von die Dinge, die Biegung da, das hat noch, er hat noch gelebt. Ob er etwas gefühlt hat, oder das weiß ich nicht, aber es war eigentlich sehr schlimm und es war doch auch so schön. Dann sieht man die Schönheit von so einem Biest, so ein Tier. Und im Frühling, das Gras war so frisch und die Blümchen da drin und alles war eigentlich gut. Und dann doch das dabei. Ja, ich vergesse das nie mehr. Und dann dachte ich, ja, dann lasse ich das auch mal sehen. Hier habe ich eine um meine Bezauberung für hohe Bäume. Hier ist das sehr normal, so ein Baum. Ein Baum. Aber für einen Niederländer, so ein Baum, solche Bäume habe ich, die ersten Jahre habe ich immer gestaunt, so von mein Gott, und noch höher und schlimmer und so dick und so groß. Und dann waren wir auf einer Wanderung und das ging dann ja, da im Schatten. Meine Begleiter, die haben dann da gelaufen. Ich habe ein Foto gemacht, dachte, das male ich dann mal. Der Waldrand mit so einem riesen Baum da. Und die Birken, die sind auch so groß. Da kommt das Sonnenlicht durch das Birkenblatt. Das sehen wir dann ganz anders als das bei den Kiefer und was es auch sein mag. Ja, das ist ein Lauch. Ja, das habe ich in 2010 gemacht. Ja, auch schon lange her wieder. Ja, 10 Jahre. Ja, was noch? Möchtest du noch mehr sehen? Ja. Ja, was denn? Welche? Komm mal hier. Egal. Nimm einfach raus. Nimm einfach raus. Okay, hier. Das Bild, das ist in denselben Sommer gemalt worden als in denselben Sommer gesehen worden, als ich auch das gesehen habe. Ja, das war in einem Ferien in Normandie und später in Bretagne. Wir sind dan eerst nog in Normandie gefahren und dann in Bretagne. Das war für mich auch so etwas Neues. Normandie wollte ich gerne hin, weil da, Etretat, das sind alle. Al die Französische Impressionisten gewesen, die haben da alle, und Naturalisten, die haben alle da gemalt. Ich dachte, da will ich auch malen. Und da habe ich dann diese gemalt und später habe ich die Felsen in Bretagne. Waren Sie schon mal da? Das ist om hen te gaan, de Ferien, so unglaublich schön. Im Frühjahr. Oh. Ja, das ist so schön. Ich habe verschiedene Bilder davon gemacht. Das ist eine davon. Aber das hat man, wenn man Niederländer ist, dann macht man gerne etwas, was man noch nie gesehen hat. So hier hat man hier auch die Osterwiese. Am Rand vom Osterwiese. Auf den Osser, da habe ich das gemalt. Und das ist dann gemalt worden auf einen Ausflug, auf später gemalt worden, nach einem Ausflug, den wir gemacht haben mit die Gruppe, mit der Malgruppe. Die gehen dann irgendwo hin und sagen, okay, wir machen alle Fotos. Und wenn wir mehr Zeit haben, dann zeichnen wir was.
Denn die meisten, die ursprüngliche Gruppe, die habe ich erst auch als Zeichengruppe gehabt. Die hat eigentlich angefangen als Zeichengruppe. Und dann ist es Maler geworden. Ein ganz andere, ein bisschen diese ist entstanden in der Zeit, dass ich die Stillleben gebaut habe. Das sieht man auch, ja, die silberne Figur. Auf einer von die Fotos, da stand die Eva umgekehrt. Und ich habe die dann so mit dem Gesicht gemacht. Hier ist viel drin. Da ist eigentlich ein Stillleben drin. Aber auch Nederland, die Tulpen. Auch Liturgie, Gottesdienst eigentlich, die Bibel, das ist wirklich Eva, nach dem Sonderfall, die hat den Apfel noch in der Hand, aber sie hat auch schon ein Blatt für gebunden. Aber da ist auch das Ende davon, von all das Gute, dass Jesus gestorben ist. Und ich hatte dann ein Kreuz gefunden, das liegt hier noch irgendwo in einer Scheune. Und die habe ich dabei gemalt. Und der Jesus war ja ein Sohn von einem Zimmermann. Und die Apfel, die Eva da hat, die liegt hier auch. Das ist ganz unser tägliches Brot, unser Leben eigentlich mit der Messe. Die Messe, die liegt ja genauso wie die 17. Jahrhundert, die Maler, die Meister auch immer auf den Tisch gelegt haben. Ein bisschen schräg habe ich noch oft getan. Ich habe noch hier, da liegt noch auch ein, ja, so ein bisschen das Schäfer. Ja. Das sind Tricks. Das habe ich übernommen von meinen 17. Jahrhunderten Kollegen aus den Niederlanden. Und dann hatte ich hier ein Stück, das war dann leer. Ich dachte, ja, was mache ich dann damit? Da kann ich nicht etwas nichts machen. Und dann habe ich etwas gemacht. Manche Leute haben gesagt, ja, das sieht aus wie Meer. Ich sage, nein, das ist der Ursprung von der Welt. Ja, der Mond, die sieht er noch. Aber da ist doch schon auch etwas, ein Loch hier drin. Da ist ein Unterwelt und Oberwelt. Ach ja, da ist sehr viel, was ich da denke. Und dann hier den Baum auch noch, das ist irgendwo in der Bibel steht, ja, wie man so mit das dürre Holz handelt, was soll dann mit das frische gesehen oder so etwas steht da, oder umgekehrt, ich weiß nicht, aber es hat etwas zu tun mit Holz und Bäumen, die tot waren und nicht mehr. Naja, das alles ist da drin. Und dann das Holz kommt hier auch wieder.